Urbachelor Paul, mit Erzfeind Jan Leck 2019 im Dschungel? Kabbeln sich diese beiden Zankteufel schon bald im Dschungelcamp? Hafensänger Jan Leck, 33, ließ in den vergangenen Jahren kaum eine Gelegenheit aus, um Urbachelor Paul Janke, 36, via Social Media 1 reinzuwürgen. Dabei haben sich der DJ und der TV-Kavalier früher gut verstanden. Der perfekte Ort für einen finalen Janke-Leck-Show-Duo wäre in diesem Fall doch eigentlich der australische RTL-Busch, aber ob sich diesen Fall zutrauen würde? Das hat der charmante Zopfträger im Promiflas-Interview verraten. Promiflas hat den blonden Garmi-Bolzen beim Milka-Event in der Mall of Berlin getroffen und schien von der Idee, im TV-Tropenlager auf Endboss Leck zu treffen, durchaus angetan. Es könnte natürlich lustig werden mit. Aber da muss man natürlich auch Angst haben, wenn da Frauen dabei sind, dass die gewürgt werden. Insofern weiß ich auch nicht genau, ob das machbar wäre, erklärte mit einem fiesen Grinsen. Worauf der Dauersingle mit der gemeinen Würgspitze anspielt. 2012 musste seine Rolle bei Berlin Tag und Nacht aufgeben, weil er einer Freundin seiner damaligen Partnerin im wahrsten Sinne des Wortes an die Gurgel gegangen war. Doch wie kam es eigentlich zu der angespannten Situation zwischen den beiden Nordlichtern? Versuchte ihre Beef-Story kurz zu erklären, ich kenne ihn schon viele Jahre. Wir hatten eigentlich auch ein ganz gutes Verhältnis und irgendwann ist das gekippt. Ich glaube nicht, weil er was gegen mich hatte, sondern weil er sich ja immer Leute sucht, die er aufzieht oder über die er pöbelt. Was der Ex-BTN-Star damit bezwecken will, ist klar, wolle einfach nur Aufmerksamkeit. Vielleicht können sich die TV-Gesichter ja im 2019 endlich mal aussprechen.